So. Und mal gucken. Das ist jetzt schon ganz zu sehen. Mal gucken, ob ich nicht groß genug bin. Moin. Es ist strahlenblauer Himmel. Uhr müsste ich vielleicht auch mal dran machen zum drauf gucken. Es ist jetzt 8:45. Und kurz nach 8 bin ich aufgewacht. Und es ist sackenwarm. Genau das Wetter, was ich haben will. Nein, will ich nicht. Ich bin eher ein Mensch, der die Kälte bevorzugt. Na egal, auf jeden Fall. Alter, ich habe mich erstmal mit Sonnencreme vorhin eingeschmiert. Ja, und direkt Solaranlage, Solarpowerbank rausladen. Die nämlich auch schon wieder alle ist, obwohl ich die erst vorgestern aufgeladen habe. Aber ich war ein bisschen gierig, ich habe ein bisschen viel gefilmt und ja. Ich habe heute wieder auf dem Privatgrundstück übernachtet. Die haben vorgestern haben die erst mal wieder gemäht. Deswegen sieht das auch alles so schön aus. Und ja, ich habe gestern noch ein Bier bekommen, ein Einbeck, ist übrigens laut Aussage derjenigen Person, die es mir gegeben hat, das allererste Bockbier, also was es in Deutschland gab. Nur mal so als Information. Gestern habe ich noch Kornäpfel gefunden, richtig geil. Davon werde ich mir jetzt auch noch gleich einen in die Luke schieben. Und gefrühstückt habe ich schon, Croissant und zwei kleine Brötchen. Getrunken habe ich, ja. Und ihr werdet es kaum glauben, aber ich muss es einfach mal zeigen, Coca-Cola getrunken. Ich weiß, ich bin ein Schlingel, obwohl ich vor ein paar Videos vorher oder ein paar Tagen vorher, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin so völlig zeitlos, gesagt habe, dass sowas ungesund ist, oder ich ganz stark der Vermutung bin, dass es ungesund ist. Jedoch, muss ich auch dazu sagen, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich habe die geschenkt bekommen und ich denke halt daran, was da drin ist, und zwar ein bisschen Zucker und ein bisschen Energie, um besser in den Tag zu starten. Ich glaube, so viel Koffein ist gar nicht mehr in Cola drin. Wenn man da wahrscheinlich irgendwie ein Energy trinkt. Oder sowas ähnlich. Ich kann ja mal gucken. Ha, es ist ja nur noch das Aroma Koffein drin. Das heißt ja, an sich ist ja gar kein Koffein mehr drin. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten. Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure. Farbstoff E150D, was auch immer das ist. Säurungsmittel: Phosphorsäure. Okay. Ich glaube, Phosphor ist nicht unbedingt gerade gut. Natürliches Aroma. Was ist natürliches Aroma? Wenn ich jetzt eine Orange reinbeiße und die schmeckt nach Orange, ist es dann natürliches Aroma? Oder ist das ein... Naja, egal. Aroma Koffein. Hammerhart, ey. Auf 100 Milliliter sind 10,6 Gramm Zucker. Nährwertangaben: 330 Milliliter ist eine Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. Der, ich weiß immer nicht, was die KJ heißen. Heißt das Kilojoule? Das heißt ja im Endeffekt Kilojoule. Auf jeden Fall für 2000 KC
KCAL, also Kilokalorien wahrscheinlich, sind alleine in einer Flasche 139 Kilokalorien. Das sind 7%. Alter, darauf sind 35 Gramm Zucker. Hart. Ein Glück kann ich den gleich wieder abtrainieren. Weil ich ja am Tag zwischen 4, ich sag mal 3,5 bis 4500 Kalorien verbrenne. Dass sowas überhaupt erlaubt ist, das ist unglaublich. Weil im Endeffekt ist ja Zucker die schlimmste legale Droge zu Nikotin und Alkohol. Aber Zucker ist ja schlimmer als Nikotin und Alkohol, weil du Zucker überall reinmachen kannst. Und dann fängt das ja alles noch an mit warum ist denn das so schwer? Dann fängt das ja alles noch an mit ich habe gerade einen Hänger. Mit Süßungsmittel. Und Sarrazin oder wie die ganze Scheiße heißt. Da gibt es auch noch so einen anderen Zucker, der jetzt mittlerweile im Essen erlaubt ist. Oder geduldet wird, wie auch immer. Und hoffentlich hält das Handy jetzt. Wenn ich das hier reinstecke. Los, geh rein, blöde Isomatte. Ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, ich habe recht. Was ich halt ich verstehe oder verstehe. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte, verdammt. Im Endeffekt erklärt sich ja, warum so viele Menschen Diabetes haben oder irgendwelche anderen Krankheiten, die wahrscheinlich vom Zucker kommen, von Dicksein über bestimmt, ich würde sogar fast vermuten, ich bin kein Arzt, aber ich würde sogar fast vermuten, Gelenkschmerzen oder Magen-Darm-Störung und wahrscheinlich auch die Gehirnaktivität, dass die durch zu viel Zucker nachlässt, dass wir dann wie so ein Zuckerschock sind und einfach nur blöd werden in der Birne. Ich hatte übrigens als Kind, hatte ich mal, glaube ich, gefühlt einen Zuckerschock. Also, es klingt jetzt krasser als es ist, aber das war so meine Vermutung. Wir hatten zu Hause First Bückler Eis, also dieses braune, weiße und rote, hier war Schoko, Vanille und Erdbeere. Und da weiß ich noch ganz genau, da saß ich vorm Rechner und habe Sims 2 Deluxe gezockt, wo man mit einem Code unendlich viel Geld haben konnte. Und hat mir da mein perfektes Haus zusammengebaut. Und ich hatte richtig Bock auf Eis. Da habe ich mir aus dem Kühlschrank, habe ich mir diese riesen Packung First Bückler Eis geholt, die natürlich irgendwie gefühlt 2 Liter waren oder sowas und hat mir wirklich ungelogen diese 2 Liter Packung Eis reingeballert. Und dann war das so, als wenn irgendwie alles viel langsamer abläuft. Ich hatte Herzrasen und es hat sich für mich alles so langsam angefühlt. Das war richtig krass. Ich weiß nicht, ob das ein Zuckerschock ist, ob man das so definieren kann. Auf jeden Fall für mich als Person, eigenständig denkende Person, manchmal, würde ich das als Zuckerschock definieren. Ja, ansonsten bin ich zum Glück soweit in der Sache geheilt. Ab und zu habe ich nochmal so einen Hieper, da möchte ich nochmal irgendwas Süßes haben, aber das hält sich auch so in Grenzen. Das ist dann eher so, weiß gar nicht, was habe ich denn letztes Süßes gegessen? Also seit Anfang der Tour ein Eis.
ein Eis hatte ich gegessen. Das weiß ich noch. Ja. Das war jetzt so das letzte Süße, aber ich denke, mein Eis ist auch völlig legitim. Ab und zu mal. Es soll halt was Besonderes sein und bleiben. Weil die Masse macht das Gift. Apropos Gift, es gibt ja im Tropenwald gibt ja Stämme, die sozusagen das Gift von den Pfeilgiftfröschen sich immer, ich sag mal, in kleinen Dosen geben, schubweise. Und dadurch eine gewisse Immunität erreichen. Das ist auch eine coole Art. Da gab es, glaube ich, auch mal irgendeinen Ami oder so einen Australier, der sich hier regelmäßig Schlangengift selber gegeben hat. Und war dann auch, ich sag mal, ich will nicht sagen immun, aber er hatte eine höhere Überlebenschance als einer, der noch nie mit Schlangengift in Berührung war. Weil halt der Körper das, diesen Stoff schon kennt. Deswegen bin ich davon auch ein großer Freund, dass wenn irgendjemand Allergien hat, er sich einfach mal in kleinen Dosen dieser, ja, sagen wir mal jetzt zum Beispiel Heuschnupfen, sich dem aussetzt, um eine gewisse, wie sagt man denn, Abhärtung, Beständigkeit, eine Akzeptanz von diesem Stoff bekommt. Ich zum Beispiel hatte als Kind, wir hatten ja mal eine deutsche Dogge, leider verstorben, schade drum. Und immer wenn ich mit der geschmust, gekuddelt, Denglisch, ich liebe mein Denglisch, mit der halt irgendwie in Kontakt kam, habe ich immer so Ausschlag überall bekommen, so leichten, immer so leichte Pusteln, also diese Hügel, wie man da, wenn du auf was allergisch bist. Und es hat dann, Alter, ist das schwer. Es hat dann halt immer gejuckt. Und irgendwann war es dann halt nicht mehr der Fall. Und das ist für mich halt ein, was ist denn das so schwer? In dem Wasser oder was? Und das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, läuft. Und dasselbe ist halt auch mit den Heuschnupfen, den ich habe. Also ich habe gefühlt dieses Jahr nicht ein einziges Mal irgendwie Heuschnupfen gehabt. Also sprich Nase laufen extrem oder Augen jucken oder auf der Haut irgendwie, dass es gejuckt hat oder sowas. Das hatte ich jetzt als Kind früher schon. Und vor ein paar Jahren war, was haben wir jetzt, 2023, ich bin 33 bin ich jetzt. Ja. Und ja, seit 10 Jahren bestimmt. Also beim Bund war das auch gar nicht mehr so extrem. Da gab es irgendwie Anfang gab es noch ein bisschen, also wo ich 2010 zur Bundeswehr gegangen bin, am Anfang war es noch ein bisschen nervig und habe ich es auch noch gespürt, aber nach und nach nichts mehr, also nicht, dass ich wüsste. Und das ist halt so, das ist dann so halt mein Denken, dass wenn man sich mit diesen Stoffen auseinandersetzt, mit diesen, keine Ahnung, ob man das Stoffen nennen kann, mit den Sachen, die einen angeblich körperlich nicht gut tun, dann später auch immer noch nicht gut tun, aber nicht mehr so extrem. Keine Ahnung, wie man das definieren soll, wie das im medizinischen Jargon genannt wird. Eine Akzeptanz, eine Beständigkeit, eine Abhärtung. Nee, eine Beständigkeit ist ja was Dauerhaftes. Eine Abhärtung. Ich weiß es nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier. Ich muss halt übrigens auch so ein. Also nicht das Ding, das ist mir zu dicke. Oder ich sollte heute mal so ein langärmeliges Shirt tragen, weil es ist halt wirklich, es ist strahlend blauer Himmel. Es ist wie, als wenn die Wolken gerade mal noch Mittagsschlaf machen. Die haben heute, glaube ich, verschlafen. Das
So, die Plastikflaschen nehmen wir noch mit. Und das ist die schwere Seite. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten mal andere Sachen. Ich fahre heute noch die 80 bis 100 Kilometer, weil laut Komoot sind es jetzt noch ca. 160 Kilometer. Irgendwas, glaube ich, oder ich weiß nicht, müsste nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es nicht mehr viel. Es sind zwei lockere Tagestouren jetzt, wenn es eben wären, also EM wäre. Aber dadurch, dass wir ja kurz vorm Harz sind und dann auch in Thüringen, da ist nicht viel mit eben. Da ist dann wieder Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Gerade, Berg hoch, dann gerade. Oh geil, gleich kommt Berg runter, nein, Berg hoch. Gestern hat mich Komoot auch, in Anführungsstrichen, ganz schön verarscht. Ich fahre so um eine Kurve und sehe so einen Berg und denke mir, Alter, es war so klar, dass wieder ein Berg kommt. Und dann gefahren und 20 Meter weiter, Komoot, ja, jetzt links abbiegen, vorm Berg. Aber ich habe die Straße halt nicht gesehen, die war schön versteckt. Das ist immer schön oder witzig. Und du denkst, oh nee, jetzt kommt noch ein Berg. Ich weiß, ich habe gesagt, ich fahre gerne Berge, aber ich habe auch gesagt, ich beschwere mich auch gerne. Also, keine Hasskommentare bitte. Es ist noch da, es ist noch da. Mein Schildchen ist noch da. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das, ich würde sogar fast sagen, das war, wo ich vom Kummer, von Berlin zum Kummerower See gefahren bin. War das da? Ich hatte irgendeine Tour, ich weiß es nicht mehr, wie oder was. Und da war das so, da musste ich auch so logischerweise einen Anstieg hoch. Und da war aber auch schon auf einem späten Nachmittag. Also ich war schon vom ganzen Tag, war ich schon ein bisschen fertig. Und das ging hoch und hoch. Und ich bin nicht vorangekommen gefühlt. Und dann war ich oben. Und dann kam eine Linkskurve. Beziehungsweise kam eine S-Kurve. Bin durch die S-Kurve, die auch noch berghoch ging. Und dann hat es so leicht abgeflacht. Und ich weiß nicht warum oder was das für ein, wie man das im durch die Krümmung der Erde, whatever, sah es dann aus, als wenn ich dann die Spitze gleich erreicht habe. Und dann bin ich auf der Spitze und dann geht es auf einmal nochmal höher. Und zwar, naja. Aber ich habe es ja geschafft, denn ich stehe hier. Ich laber mit euch irgendwelchen dünnes Zeug. Aber auf jeden Fall sage ich euch eins, wenn ihr berghoch fahrt, spart euch eure Kräfte. Macht lieber langsam, ihr wisst nicht, was hinter der Kurve kommt. Ich sag nur Sächsische Schweiz oder allgemein Sachsen. Oder die Eifel. Mehr sage ich dazu nicht. Fahrt da einmal lang, mitten durch die Walachei hier, nicht irgendwelche am Rhein lang oder was ist da? Die Elbe. Nicht an der Elbe entlang, sondern wirklich mal, zack, sagt einfach mal, ich will jetzt von zu Hause nach zur Festung Königstein fahren. Da habt ihr schon ganz viel Spaß. Oder, weiß ich nicht, Dresden, Leipzig, obwohl ja, da geht's eigentlich. Oder macht man eine Tour nach zum östlichsten Punkt Deutschlands. Das ist dann hinten bei Görlitz. Das ist auch übrigens sehr schön. Da hinten kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Dann werdet ihr schon merken, was auf euch zukommt. Ihr könnt natürlich auch wandern, wenn ihr wollt. Ich werde euch ja nicht vorschreiben, was ihr zu tun habt. Macht jetzt Hausaufgaben. Also irgendwie glaube ich habe komplett falsch gepackt heute. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Es kann ja nichts fehlen, weil es liegt ja nichts weiter rum. Oh, ist das geil. Ich könnte
Hier, zack, ab an den See. Zelt aufbauen. Arsch lecken. So eine Macke. 1000 Kilometer mit Fahrrad fahren, wer macht denn sowas? Also bitte. Die Leute haben doch keine Hobbys, das sind doch verrückte Wilde sind das. Er kennt's nicht von früher. In der Steinzeit. Die ganzen Wilden, die mit dem Fahrrad durch die Walachei. Warum ist denn das immer noch nicht gebrochen? Die ganzen Wilden, die durch die ganze Walachei gefahren sind mit Fahrrädern. Indianer waren es ja genauso. Die sind ja auch mit dem Fahrrad durch ganz Amerika gefahren und haben so. Ich müsste vielleicht einfach mal das Zelt, wenn ich tropfe. Und haben so ganz Amerika besiedelt. Aber. Seid ihr immer noch da? Guckt ihr immer noch zu? Das ist ja unglaublich, sind jetzt 22 Minuten, ihr habt echt Langeweile. Habt ihr nichts zu tun? Es ist Donnerstag, nee, es ist Freitag, geht arbeiten. Mensch, die Wirtschaft profitiert von euch. Oh, danke. Tschüss. So, was mache ich jetzt? Hab ich das jetzt eigentlich schon gedreht oder nicht? Ich glaube, oder? Ja. Ich werde jetzt nochmal das machen, was man nicht machen sollte und es aber trotzdem macht. Nein, kein Apfel essen. Nein, ich werde eine Zigarette rauchen. Ich muss schon noch Dings machen. Meine Güte, oh, meine Oberschenkel bringen mich um. Das erinnert mich ein bisschen an SpongeBob und Patrick, wo Mr. Krabs, oder SpongeBob allgemein heißt ja die Sendung, wo Mr. Krabs aufsteht und dann dieses Lied kommt, du bist alt. Und dann siehst du halt einfach nur, wie alles knarzt und kracht und seine Augen aufgehen und der ganze Schlafsand aus den Augen rausplatzt. Aber das trifft nicht auf mich zu, ich habe nur Muskelkater.
So, ich habe das restliche Zeug jetzt vorne bei den Leuten über den Zaun. Also manchmal glaube ich, ich habe irgendwie eine Sprachstörung. Über den Zaun gehangen. Und hoffe natürlich dementsprechend, dass es auch schnell trocknet. Ist das ein Boden? Nein, ich hoffe nicht. So, tada! Wie gesagt, ich werde jetzt das machen, was man nicht machen sollte und das aber trotzdem macht, weil man doof ist. Warum ist hier ein Schnitt drin? Also ihr könnt ja entweder wieder zuschauen oder ich mache einfach die Kamera jetzt aus, weil es sind ja mittlerweile auch schon 27 Minuten fast, die ich hier laber und die ihr zuhört. Oder auch nicht so zuhört. Vielleicht kocht ihr ja nebenbei und hört einfach nur, ihr wollt einfach nur das nebenbei, was gelabert wird. Und dann so hört ihr irgendein Schlagwort, ein Initialwort und denkt sich, ja, genau, stimmt. Kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Oder was labert der für ein Dünnschiss? Und dann regt euch zu Hause einfach nur drüber auf. So. Ihr guckt eigentlich dieses Video nur deshalb, um euch extrem über alles aufzuregen, was ich sage. Und dann so richtig sarkastische Kommentare schreiben wie lass mich kurz überlegen jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich gesagt habe und was man darauf schreiben könnte. Mit den Windrädern, wo ich am Anfang des Videos war ich ja doch sehr offensiv und hab da was mit den Windrädern gesagt. Das war da, wo ich von Eisenach irgendwie mitten in der Nacht unterwegs war. Das ist mir noch sehr prägnant im Kopf. Wo ich auch immer noch denke, ob ich das jetzt noch hochlade oder nicht. Aber im Endeffekt stimmt's ja. Einerseits wollen sie ganz viel grüne Energie machen, bauen Windräder oder beziehungsweise weiß gar nicht, ich muss mir mal das Parteiprogramm mal durchlesen. Ich will jetzt da nicht auf den politischen Sinne hingehen. Es geht mir einfach nur darum, dass einerseits Windräder gebaut werden und andererseits wird sich darüber beschwert, dass die ganzen Vögel in die Windräder fliegen. Das ist so, weiß ich nicht. Das ist wie wenn ich sage, ihr sollt nicht rauchen, das ist ungesund und rauche direkt vor euch eine. Mache ich ja trotzdem, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin auf einem guten Weg. Ich habe gestern nur, jetzt muss ich überlegen, gestern früh habe ich eine geraucht, das weiß ich, zur Mittagspause. Und hier habe ich zwei Stück geraucht. Also insgesamt waren es 4 Zigaretten von normalerweise 10 bis 15, die ich rauche. Weniger. Wenn ich auf Arbeit bin, ist es weniger, da habe ich kaum Zeit dafür. Und im Outdoor-Laden wird es wahrscheinlich fast gar keine sein, außer vielleicht mal, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich versuche das schon zu reduzieren und komplett aufzuhören. Weil es halt auch ein Kostenfaktor ist. Der Tabak, den ich rauche, der ist jetzt innerhalb von 1,5 Jahren ist der von 4,90 Euro auf 5,95 Euro gestiegen. Und die letzten 2 Preiserhöhungen waren jetzt im halben Jahr. Das ist schon ganz schön krass. Für 6 Euro kann ich mir auch Fertige holen. Und dann kommt ja noch hinzu, also 6 Euro, dann kommt hinzu, dass ich mir noch die Filter holen muss, die auch nochmal irgendwie 1 Euro oder 1,50 kosten. Und die Papiere dafür, die kosten ja auch nochmal irgendwie 1 Euro. Also bin ich bei 8 Euro für Rauch, für nichts. Also kann ich theoretisch auch einen 5-Euro-Schein nehmen und kann den so anzünden und wie so ein Räucherstäbchen runterrauchen lassen. Du fällst mir jetzt nicht um, nur wegen ein bisschen Wind. Aber, jetzt muss ich auch wieder ein Aber dazu einhauen. Der Drehtabak ist ergiebiger. Der ist ergiebiger und er schmeckt besser. Ich weiß ja nicht, wer von euch Raucher ist unter euch, aber wenn ihr mal wirklich eine Woche, 2 Wochen lang nur den Drehtabak raucht, egal welche Sorte, erstmal das, was euch halt schmeckt, und dann nehmt ihr eine fertige Zigarette, dann schmeckt die einfach nur scheiße. Es ist so, die schmeckt einfach nur, weiß nicht, wie Parfüm. Das ist wie wenn du Parfüm irgendwie übers Essen streust und das dann isst.
Ich werde mal meinen Kumpel zu Hause fragen, ob der Bock hat auf einen Podcast. Der hat nämlich auch so eine Art oder einer von den vielen Arten von ADHS. Und mit denen habe ich auch gute Gespräche, mit denen kann man auch gut mal diskutieren. Auf eine freundschaftliche Basis. Also es ist nicht so, dass man nach einer Diskussion dann auseinandergeht und sagt, ja, das ist voll das Arschloch, ich will mich nie wieder mit ihm sehen. Sondern der ist halt richtig cool drauf. Und seine Gedanken sind halt auch so, ich will nicht sagen, so ähnlich wie meine. Also in der Basis ja, aber in die Richtung nicht. Ich bin halt komplett anders gedanklich aufgestellt wie er. Er ist irgendwie so gefühlt ein bisschen realistischer. So, ja, das kann man machen, das kann man nicht machen. Und ich bin halt mehr so naiv und fantasievoll und denke mir so, ja, ein Weltenverbesserer. Versuche, ein Weltenverbesserer zu sein, aber im positiven Sinne. Ich weiß gar nicht, sagt man dazu Freigeist? Ein Revolutionär? Nee, auch nicht. Dafür. Nicht zu wenig. Es ist schön zu. Hey, bleib hier. Es ist schön zu sehen, wie langsam das Zelt von unten trocken wird. Wenn ich es jetzt natürlich wieder aufstelle, wird es natürlich wieder nass. Aber ich muss es eh zusammenlegen. Ist ja auch egal, es ist gutes Wetter. Dann hänge ich es nachher nochmal irgendwo auf. Habt ihr eigentlich schon mal einen Kutscher gemacht? Oder ein Bauarbeitertaschentuch? Ich glaube, alle, die das sehen und Fahrrad fahren, regelmäßig und viel Fahrrad fahren, wissen, was ich meine. Wenn man einfach keinen Bock hat. Ihr wisst schon, einfach raus damit, dass keine Miete zahlt. Aber früh ist es immer am schlimmsten. Ich glaube, mein Bubba-Bubba-Kaugummi-Zelt ist bereit, eingepackt zu werden. Ich sollte auch nicht so nah mit meinem Lungentorpedo da rangehen, weil ich habe keine Lust auf Brandlöcher. Dafür war es mir einfach zu viel wert. Ich kann ja mal sagen, man kann ja auch mal ein bisschen über Preise reden. Ich glaube, ich habe 180 Euro dafür bezahlt. Ich habe es halt vergessen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht war es auch mehr. Na, auf jeden Fall ist das ein Zwei-Mann-Zelt. Und vielleicht steht sogar noch irgendwo drauf, wie viel es wiegt. 2-Personen-Zelt. Aufbauanleitung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es sehr leicht. Und ich habe mir halt so gedacht, okay, du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Holst dir ein Zwei-Mann-Zelt, alles easy, vielleicht lernst du irgendwann mal eine Dame kennen, die sagt, ey, geil, was du machst, ich will dabei sein. Ich will mein Leben mit dir teilen. Und auf jeden Fall, ich bin voll zufrieden damit für den Preis. Ein Zwei-Mann-Zelt, dann kann ich meine Taschen reinpacken, dann müssen die nicht irgendwie auf dem Boden liegen und nass werden. Es ist groß, es ist gemütlich, es ist leicht. Und mit dem Fahrrad, die, weiß ich nicht, ich glaube, das sind 100 oder 300 Gramm mehr, wie es wiegt. Das ist mir dann auch egal. Ich habe ja auch so einen Klappstuhl dabei, den man so zusammenstecken kann. Und der wiegt auch ein bisschen was, aber es ist halt ein Luxus, den ich bereit bin zu tragen. Weil sitzen mit Anlehnen nach einer Fahrradtour, ohne irgendwie an einem Baum sich anlehnen zu... Wo habe ich denn schon wieder hier? Ohne sich an einem Baum anlehnen zu müssen, ist halt schon wirklich Premium. Die Leute, die auch sowas machen, die wissen vielleicht, was ich meine. Weil dann liegt man auf dem Boden und dann findet man nicht so richtig die Position. Dann machst du so und so und dann schläft dir der Arm ein und dann drückt es auf der Hüfte und ach, keine Ahnung. Und da ist so ein Stuhl, vor allem auch beim Kochen, ist halt richtig geil. Du setzt dich rein, kannst dich anlehnen und kannst einfach mal durchatmen. Ich habe übrigens auch abgenommen. Innerhalb der paar Tage jetzt. Wisst ihr noch, wo ich erzählt habe, dass mir dieses Metallgestänge in die Schnauze geflogen ist? Das war, da habe ich das auch hier irgendwie so abgemacht. So, ich weiß gar nicht, ist das auf der Kamera drauf? Ich versuche mal zu zeigen. Ich versuche mal die
Situation zu rekonstruieren, wie so ein Gutachter, der irgendwelche Schäden begutachtet. Dann habe ich das so abgemacht und dann, bumm, genau so. Und ich hatte aber meinen Kopf da drüber und dann ist mir schön in die Gusche gebatscht. Weit aufs Ritter. Das ist also typisch ich. Ich hab dafür ein Händchen. Für sowas. Ich tue mir halt auch da weh, wo andere Leute einfach so sagen, wie? Wie? Das ist schon ein schönes Zelt. Ich bin froh, dass ich es habe. Es trocknet schnell, es ist leicht, es ist schnell aufgebaut. Es ist ein Alu-Gestänge. Ich mache übrigens keine Werbung für MSR, aber das Zelt ist wirklich geil. Du kannst ja auch solche Hülsen, wenn jetzt mal so ein Alu-Gestänge sich umbiegt, kannst du solche Hülsen holen, die kannst du drüber schieben und dann kannst du es weiterhin nutzen. Das ist halt viel besser wie dieses Fiberglas oder was das denn, was diese anderen Zelte da haben. Los, raus da. Aus, nein, pfui. Aus. Geht doch. Und das Gute ist auch, du kannst im Sommer bei solchen Temperaturen, kannst du es halt auch ohne Überzelt aufbauen. Und kannst dann, musst dann nicht so elendig schwitzen, so wie ich heute Nacht. Aber es war halt auch klamm, es hat die Nacht wieder angezogen. Oder du baust halt nur das Überzelt auf. Das habe ich auch gemacht letztens, weil ich einfach zu faul war, mitten in der Nacht noch das Unterzelt aufzubauen. Das hatte ich auch gemacht, wo ich von Belgien mit dem Fahrrad nach Deutschland zurückgefahren bin. Da hat es dann das eine Mal so geregnet. Seht ihr, glaube ich, auch auf Instagram. Das eine Video, wo Don't Worry, Be Happy ist, glaube ich. Und da habe ich dann das Überzelt aufgebaut und habe mir Pesto gekocht. Und dadurch, dass es halt auch kalt war, habe ich einfach den Gaskocher so angelassen. Und das hat sich so schnell da drinnen aufgeheizt. Das war richtig angenehm. Da musste ich nicht frieren. Da muss ich halt nur zu helfen wissen, ne? Ein bisschen improvisieren. Ein bisschen mal den Kopf anstrengen. Und dann geht das schon voran. Wie mit der Handyhalterung von meinem Fahrrad. Zack, einfach einen Stock. Hey. Einfach einen Stock festgeklebt. Handy hält. Und das ist halt so. Das ist halt wieder ein geiler Luxus. Und vor allem kann ich mich dann selber filmen und ihr seht mein Doppelkinn unterm Bart. Ich fange an zu sabbern. Vergessen zu schlucken. Oh, ey, dadurch, dass ich so viele Filme gucke, habe ich irgendwie auch immer irgendein Filmzitat im Kopf. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde. Ich werde auf jeden Fall das Video einkürzen müssen oder in mehreren Teilen machen. Ich weiß nicht, ob ich das wieder in einen mache. Achtung, ich mache jetzt die Werbung für einen anderen Kanal. Für Flying Dodo. Das ist ein Kumpel, den ich in Dortmund kennengelernt habe. Und der ist richtig geil drauf. Der ist von München, hat der eine Tour gestartet, auf Inlineskates nach Slowenien. Richtig krass. Also hätte ich, weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Weil halt erstmal kann ich kein Inlineskate fahren. Und das ist halt wie Wandern. Nur ein bisschen schneller. Und ich bin halt kein Wandermensch. Absolut nicht. Zumindest nicht alleine. Ich weiß nicht, wie das in zwei- oder ein Dreier-Team oder Gespann aussieht. Aber auf jeden Fall ist halt eine krasse Story. Es war so sein. Er meint halt so, es war sein erstes Mal, wo er unterwegs war. Das merkt man auch, wie er handelt und agiert. Und aber er hat es trotzdem sehr gut gemeistert. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Das ist halt auch witzig und man kann sich auch oft selbst in gewissen Situationen wiederfinden. Wenn man so sagt, ja, habe ich auch schon erlebt oder ging mir ähnlich.
scheiß drauf. Jetzt ist zum Beispiel der Punkt hier, ich habe die zur Hälfte geraucht. Schmeckt die schon gar nicht mehr. Also schmeckt so oder so nicht, das ist irgendwie nur noch ein Suchtfaktor. Ich werde die jetzt hier vorne auf meinen Sattel packen und nachher wegschmeißen. Weil sich das gehört, auch Zigaretten müssen in den Müll. Die brauchen über 100 Jahre, bis die verrottet sind. Also zumindest der Filter, das Papier und der Tabak, das geht relativ schnell. Aber der Filter nicht. Und wie gestern, ich bin um 8 aufgestanden, lasse mir schön meine Zeit und um 10 ungefähr kann ich dann wieder starten. So, jetzt mache ich aber das Video aus, weil jetzt muss ich nur noch die Überplane und den Bodenschutz, wie auch immer, noch einpacken. Und wir horchen, sehen uns später, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke oder mein erstes Päuschen mache. Vielleicht auch mein zweites, mal gucken. Bis denne.